Ein tragischer Zwischenfall hat den Sommerhaus der Stars, Kandidaten Stefan Kleiser, ins Krankenhaus gebracht. Beim Beschneiden einer Eibenhecke verlor er das Gleichgewicht und stürzte von der Leiter ausgerechnet auf einen spitzen Metallzaun, der seinen linken Oberarm schwer verletzte. Seine Partnerin, Theresia Fischer, meldet sich nun unter Tränen bei ihren Fans auf Instagram und berichtet von den dramatischen Momenten. "Ich bin unendlich dankbar, dass er es geschafft hat und die OP gut verlaufen ist", schluchzt Theresia, bekannt aus GNTM. In Istanbul, weit weg von ihrem verletzten Partner, kämpft sie mit den Emotionen. "Ich kann gerade nicht bei ihm sein, aber mein Herz und meine Seele sind ganz nah bei ihm", mit verweinten Augen schickt sie ihm eine rührende Liebeserklärung. "Du bist meine allergrößte Liebe. Dich zu verlieren, das wäre unvorstellbar." Auch Stefan selbst äußerte sich, und was ihn besonders bedrückt, ist sein kleiner Hund, der nun alleine zu Hause ist. "Eine schlimme Situation. Ich weiß nicht, wie ich das regeln soll", gesteht der Zahnarzt gegenüber Bild. Während er selbst im Krankenhaus liegt, braucht er dringend jemanden, der sich um sein geliebtes Haustier kümmert. Das Drama um Stefan und Theresia zeigt einmal mehr, wie plötzlich das Leben alles auf den Kopf stellen kann. Wir halten euch auf dem Laufenden und wünschen Stefan eine schnelle Genesung.